Servus Leute! Heute soll es über das Stadionproblem der Violetten aus Salzburg gehen. Ich habe euch einiges darüber zusammengefasst. Viel Spaß mit dem Video! Und let's go! Der SV Austria Salzburg ist weiter auf der Suche nach einem Stadion. Bei einer Demonstration in der Stadt Salzburg forderten am Samstag hunderte Anhänger ein Ende der Blockadepolitik von der Stadt Salzburg. Die Austria-Fans fanden sich um 10:30 Uhr am Mirabellplatz in der Stadt Salzburg ein und marschierten dann über die Staatsbrücke und den Rudolfskai zum Cajetanerplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Anschließend ging es weiter zum Derby gegen den SAG 1914, das die Violetten mit 4:2 gewinnen konnten. Und auch eine gute Kulisse lieferten. Der Neubau eines Stadions wird aktuell ausgeschlossen. Vor rund einem Jahr wurde ein Vorhaben ins Spiel gebracht, ein Stadion inklusive Wohnungen im Bereich des Salzburger Messezentrums zu errichten. Dem erteilte die Messe allerdings eine Absage. Somit ist die Austria weiter auf der Suche nach einer Heimstätte für Kampfmannschaft und Nachwuchs. Die Zeit drange, da im Jahr 2024 Genehmigungen für den Betrieb in Salzburg-Maxglan auslagen, teilt der Verein mit. Ein sehr großes Problem für das violette Original aus der Mozartstadt. Salzburg, Grödig, Hallein sowie Anif und der SAG 1914 scheiterten beim Versuch in die zweite Liga zu klettern unter anderem an infrastrukturellen Hürden. Entweder fehlte den Salzburger Unterhausclubs das notwendige Flutlicht oder der Standort im Salzburger Stadtteil Nonntal war nicht für den Profifußball geeignet. Austria-Fans fordern Stadionlösung. Weil Austria Salzburg in Maxglan das aus droht und unmöglich Rahmenbedingungen für die Fußball-Belletage schaffen kann, wurden zuletzt aus dem violetten Lager die Rufe nach einem neuen Stadion laut. Drei potenzielle Projekte, die deren Hauptsponsor Max Eicher finanziert und mit Wohnungen aufgewertet hätte, wurden begraben. Es würde aber eine Idee geben. Grödiger Stadion an Riff anbinden. Im letzten Regionalliga-Spitzenspiel gegen den FC Pinzgau am Montag forderten die Austria-Anhänger mittels Transparent eine Lösung von Vizebürgermeister Bernhard Auinger, SPÖ. Der Sportstadtrat heckt bereits seit geraumer Zeit einen ganz neuen Plan aus. Wie Salzburg 24 erfahren hat, gibt es die Überlegung, das Stadion in Grödig, Flachgau, an das Olympiazentrum Riff, Hallein, Tennengau anzubinden. Dadurch hätte das Land bzw. die Stadt Salzburg nicht nur das Vergaberecht, sondern könnte auch bei Miet- und Betriebskosten unterstützen. Grödig würde der Hauptmieter bleiben und ein zweiter Club könnte die Arena bei Bedarf ebenso nützen, bestätigte Auinger gegenüber Salzburg 24. Sportstättenlösung mit vielen Hürden. Allerdings können laut ÖFB-Statuten maximal zwei Vereine ein Stadion gemeinsam nutzen. Derzeit sind das der SV Grödig und FC Liefering. Falls Liefering mit kommender Saison in die Red Bull Arena zurückkehren sollte, wäre die Nutzung von anderen Salzburger Vereinen möglich. Sprich, es wären einige Hürden zu überwinden. Der völlig neue Ansatz befinde sich erst in den Kinderschuhen und müsse sorgfältigst geprüft werden, heißt es vom Vizebürgermeister. Ein Gespräch zwischen Auinger und Stefan Schnöll, ÖVP, hat es zu diesem Thema schon gegeben, bestätigte der Sportlandesrat auf S24 Anfrage. Vizebürgermeister Auinger und ich sind regelmäßig im Austausch und besprechen auch das Stadionthema der Austria, betonte Schnöll am Donnerstagabend recht zurückhaltend. La 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 la
Wie sollte man das Problem der Austrianer eurer Meinung nach lösen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Danke!